Olli Bröker, die Show Autokauf in den USA. Wir haben ganz, ganz viele Zuschriften gekriegt, wo die Leute gesagt haben, wenn du schon da bist, versuch mal ein Auto zu kaufen. Wir wissen nicht, wie es geht. Wir sind Traveler, wir haben Bock. Und wir haben es versucht in Fort Lauderdale, wir haben es versucht in Miami, wir haben es versucht in Palm Beach. Und jetzt sind wir extra in einen ganz kleinen Ort gereist, Okeechobee. Und dort versuchen wir ein Auto zu kaufen. Wir versuchen es erst bei großen Ländern, kleinen Ländern, privat. Wir wissen noch nicht ganz genau, was passiert, aber ich kann euch schon versprechen, das ist eine ganz interessante Geschichte, für mich selber persönlich auch. Habe ich auch noch nie gemacht. Bleibt einfach dabei. Olli Bröker, die Show, Autokauf in den USA, Okeechobee. Tag 1, Okeechobee. Das liegt in Florida und zwar am Okeechobee Lake. Und ich bin heute hingekommen, um für Home for Artists ein Auto zu kaufen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn als erste Anlaufstelle dann ein riesengroßer Händler, weil vielleicht haben die ja im Background noch ein paar alte Autos, die sie für ein paar Euro loswerden können. Da gehen wir jetzt mal rein, gucken mal. Ansonsten seht ihr, hier vorne stehen halt nur richtig fette Trucks. Das ist so ein typisch amerikanisches Ding. Und wir hoffen, dass sie für uns ein kleineres Auto hinten stehen haben, was nicht ganz so teuer ist. Deswegen bleibt einfach dran und wir gucken mal, wie es weitergeht. Bis später. Jetzt waren wir schon beim zweiten fetten Autohändler und zwar bei Chrysler. Und so wie es aussieht, haben auch die nichts im Background, was ein wenig in der Preisklasse von HFA ist. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal zu billigen Autohändlern zu fahren. Und zwar genauso wie ihr das kennt. Einfach nur drei Autos auf dem Hof und eine davon ist so voll Rost, dass man denkt, okay, die kann man umsonst haben. Bleibt dran und kommt mit und drückt die Daumen, dass wir noch ein Auto finden. Olli Bröker, die Show. Bis gleich. Auch das ist Okeechobee, ein Autohändler, der schon zu verkaufen ist. Jetzt müssen wir weitersuchen. So eine Kacke. Ich habe eigentlich gedacht, wir gehen zum ersten, kriegen eins, aber natürlich nicht. So einfach wird es nicht sein. Ja, dann einfach mal mitkommen. Wir gucken mal, wo wir ein Auto kaufen können hier und wie das Ganze funktioniert. Olli Bröker, die Show. Bleibt dabei. So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir mittlerweile bei 5 Autohändlern und keiner hatte für uns eine Karre. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir gucken uns mal solche Autohändler an, die eventuell ja, Preisklasse HFA sind. Das heißt auf jeden Fall deutlich günstiger als die großen wie Chrysler und Ford und so weiter. Bleibt da einfach mal dabei. Ich bin gespannt. Guckt da gleich mal nach. Und ansonsten habe ich mir überlegt, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir halt einfach mal in Kleinanzeigen gucken. Die gibt es ja auch. Dann telefonieren wir gleich mal ein bisschen rum. Und eventuell haben wir Glück, dass jemand privat irgendwie ein Auto verkauft. Wir gucken mal. Bis gleich. Haben es geschafft und zwar diese Karre gehört ab jetzt uns. Das heißt, ich mache mal das Ding auch. For sale. We don't need this one. For sale ist gekauft. Aber wir hoffen, dass sie uns weiter ins Land bringt. Olli Bröker, die Show. Danke, dass ihr erstmal zuschaut, wie man hier Autos kauft. Und wenn ihr dieses Prachtstück am Ende unserer Reise eventuell erwerben wollt, dann einfach die Videos bis zum Ende gucken und irgendwann erzählen wir, wie das funktioniert. Wir haben eine Versicherung, besser gesagt Home for Artist. Ich habe es erledigt und zwar eigentlich nur mit einem deutschen Ausweis. Haben wir jetzt Versicherungspapiere gekriegt. Das ist in Amerika war das ein bisschen kompliziert. Wir haben jetzt halt ungefähr 2 Stunden mit denen verhandelt. Das Ding ist, alle die in Deutschland sagen, es ist unmöglich eine Versicherungspolice zu bekommen auf ein Auto. Das stimmt nicht. So, also du brauchst einfach nur einen deutschen Ausweis und einen deutschen Führerschein. Damit hat es gereicht, nicht mehr mit einem internationalen. Wir haben eine Versicherungspolice. Das heißt, wir können das Auto jetzt offiziell anmelden gehen. Und wie das abläuft, da kommt ihr einfach mal mit. Das zeigen wir euch nämlich jetzt.
Olli Bröker, die Show. Wir haben das Kennzeichen. We got the tag. Und wir haben extra Oki Schobe draufschreiben lassen, weil wir dem Grady so dankbar sind. Das hier ist Grady übrigens. Grady haben wir im Internet gefunden. Grady, thanks a lot for everything. You're welcome. Thanks a lot for the car and for what you are doing the last two days for us. It's really, really appreciated. Das ist hier der geilste Typ und wenn ihr sehen wollt, wie das Auto das erste Mal fährt, dann einfach wieder einschalten. Grady, say goodbye. Hey, bye. Thanks a lot. Jetzt schrauben wir das Ding an. Grady hilft uns. Da sind wir wieder. Wir haben die Versicherung gecheckt in den letzten zwei Tagen. Wir haben ein Auto gekauft. Das mussten wir erstmal. Brady, danke dir. Dann sind wir hingegangen und haben ein Kennzeichen besorgt heute. Und das haben wir gerade dran geschraubt. Und jetzt führe ich euch mal einmal die Karre so ein bisschen vor. Das ist unser 1998er Ford Explorer. Und mit dem fahren wir jetzt erstmal nach Orlando und dann geht's weiter nach San Francisco. Wir gucken uns LA an. Wir sind bei den Amish wahrscheinlich und. Olli Bröker, die Show. Bleibt einfach dabei. Und wenn euch die Videos gefallen haben, dann einfach mal hier oben liken, lasst mal eine Glocke da, abonniert meinen Kanal. Dankeschön. Ersten Meter am neuen Auto unterwegs. Sag mal, sagst du, läuft oder was? Ja, bis jetzt geht's. Bis jetzt fährt's. Wenn der jetzt noch 6000 Meilen durchhält, Alter, sind wir am Start. Walking now when I go, 'cause I was just passing through. 7 months or more, ran out of time and money. Looks like it took my friend.